Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Pack-Opening und heute, ja, zu dem Barclays Premier League Team of the Season. Wir sehen es ja auch schon, das neue Team der Woche ist ja jetzt auch nicht so berauschend, aber wenn man ein von diesen Team of the Seasons zieht aus der Premier League, ich denke mir mal, da, ja, kann man dann eigentlich schon mit einem guten Kapital rausgehen, außer wenn man hier einen Mars Hall zieht oder einen Azpilicueta. Das wäre natürlich nicht so optimal. Gestern war ja die Champions League auch noch. Chelsea 3-1 verloren, ist also damit auch draußen und das Finale Atletico gegen Real. Wie findet ihr das? Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, dann in Lissabon. Und ich würde sagen, gehen wir gleich schon mal, also wir haben natürlich hier erstmal 10, 15k Packs, die wir wieder öffnen werden. Wir haben ja eigentlich gute Erfahrungen mit den 15k Packs gemacht. Da war, glaube ich, sogar ein blauer drin. Und ja, vielleicht ist ja heute wieder einer drin. Ein Sturridge, ein Aguero oder Co. Wäre natürlich richtig nice, wenn da irgendwas drin sein wird. Keine Ahnung. Erstes Pack. Und hier ist schon mal ein Premier League Spieler drin. Koscielny. Ja, könnt ihr natürlich jetzt auch theoretisch Mertesacker sein oder sowas. Und ja, nach der Blamage kann man eigentlich sagen, nach dem 4:0 gegen Real, also ist Bayern natürlich auch draußen. Und ja, ich habe mir natürlich eigentlich was anderes gewünscht, dass Bayern gegen Chelsea wieder im Finale sind. Aber das wird nicht passieren. Und im nächsten Pack ein Non-Rare-Spieler, Alter, wollte mich verarschen. Aber Coins, 4000 Münzen. Und ja, natürlich ist es klar jetzt, dass viele fragen, ja, wann machst du jetzt eigentlich wieder Gameplay-Videos und sowas? Ich habe euch ja gefragt, ob ihr eigentlich jetzt erstmal nur durchgehend Pack-Openings sehen wollt. Und es wird jetzt am Wochenende wahrscheinlich wieder die Vergangenheit geben. Und schon wieder nur ein Non-Rare, Alter. Aaron Hunt, auch wenn er ein gutes Tor gegen Bayern geschossen hat, letztes Wochenende. Was ist denn hier los, Alter? Ihr braucht euch also keine Sorgen machen. Natürlich kommen die ganzen Sachen noch. Ich habe natürlich auch noch neue Serien geplant. So, jetzt vielleicht im nächsten 15k-Pack. Wir hatten ja jetzt noch nicht so viel Glück. Nein, ein Gonzales. Eine Pace-Hure kriegen wir hier. 90 Tempo, aber wieder Coins. Ja, warum nicht? Und eine Fitnesskarte, Fabio. Ja. Und heute Abend ist dann natürlich auch noch hier Juve gegen Benfica, da könnt ihr nochmal reinschreiben, wer, wo ihr glaubt, wer weiterkommt. Chiellini, ja, haben wir gleich einen Juve-Spieler sogar gezogen und Diego Costa und Hüntelaar, nein, kommt Leute, Diego Costa und Diego, oh, kommt Leute, drei über 84, also zwei 84er und ein 86er und es ist kein guter, der irgendwie ansatzweise was wert ist. Ach, da könnte es auch ein Neymar sein oder sowas, naja. Was glaubt ihr, Benfica gegen Juve? Ich glaube, Benfica wird das trotzdem machen irgendwie. Das ist jetzt echt dumm gelaufen, würde ich sagen. Also da waren drei geile Spieler drin, ja, keine Frage, aber die halt nichts wert waren. Und jetzt ist meine Motivation natürlich wieder ein bisschen weiter nach oben gegangen, aber jetzt geht sie wieder runter. So, ja, so geht sie wieder runter. Also wie gesagt, ich denke, dass Benfica irgendwie weiterkommt heute. Und Valencia gegen Sevilla spielt ja auch noch. Ja, ich glaube, das Finale Benfica gegen Sevilla, glaube ich. Rainer, ja, ja, sieht gerade nicht so gut aus. Also sieht gerade wirklich nicht so aus, dass wir heute wieder irgendwie Glück haben sollten. Noch drei Packs haben wir über, drei 15k Packs. Komm bitte. Oh, Mignolet, Alter, kann es nicht ein Tschech Blau sein? Kann es nicht sein, nein, das kann nicht sein. Das sind schon wieder 150.000 Münzen und wir haben da eigentlich nichts rausbekommen. Noch nicht mal irgendwie 10.000 oder sowas. Nein, wir kriegen Helder Postiga. Ja, genau, sicherlich. Und das ist ja noch das Beste hier. Cheveljukin, Alter. Was ist das? Und wieder 2.000 Münzen, Alter. Was soll ich damit? Unser letztes 15k-Pack. Und wir haben echt fast nur wirklich Schrott gezogen. Das eine Pack war richtig gut. Eigentlich so, wenn man es so sehen würde von den Ratings her, aber mehr auch nicht. Der Wert ist natürlich nichts bei den Sachen. Und es wird ein Alex. Es ist ein Alex. Nicht, würde ich sagen. Aber vielleicht können wir das ja nochmal zum Laufen bringen. Mit einem 7,5er Pack. Ah, aber man darf sich natürlich auch nicht beschweren. Kiesling, ja, ja. Gemacht. Jetzt haben wir schon über 100 oder fast 200k wieder ausgegeben. Das sind hier unsere besten Sachen aus, ja, 100, 100,
57,5k. Ja. Schaut es euch an, Leute. Und ist es euch auch so ergangen? Oder vielleicht sogar besser? Also jetzt beim Premier League Team of the Season. Lasst es mich wissen. Und ich will doch nur hier, guckt euch diese geilen Spieler an. Ich will doch nur hier irgendein Adrian Man of the Match ist auch heute draußen, Alter. Nur ein von diesen Typen. Auch wenn es einfach nur ein schlecht ist. Oh mein Gott, die sind so geil. Company, stellt euch mein Company vor. Oder ein Sturridge. Wenn man, oder ein Touré im Team. Oh, fuck, Alter. Naja, Leute. Das soll es gewesen sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben geben. Ich denke mir mal, morgen kommt noch ein Pack-Opening. Aber lasst euch überraschen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück bei den Packs, wenn ihr Packs öffnet. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt. Link zu MMO in der Beschreibung. Aber da müsst ihr natürlich... Ach, ihr wisst schon, denke ich selber Bescheid. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Max von Real FIFA.